Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr Interesse an einem Baby-Haul habt und habe mir gedacht, ich drehe das heute doch gerne einmal ab, denn das Interesse schien doch da zu sein. Wir haben für unser kleines Baby schon eine Menge eingekauft. Und ich glaube, wir haben auch so grundausstattungsmäßig fast alles zusammen. Wie ihr seht, hat sich auch der Hintergrund geändert. Das ist unsere zukünftige Wickelkommode. Und das erste Teil, was ich eigentlich in dem Haul zeigen wollte, ist eigentlich schon dieses Lammfell. Das ist von Ikea, das ist aber ein echt Lammfell. Und das werden wir später in den Kinderwagen reinlegen. Und da haben wir uns für so ein helles Braun entschieden, anstatt diesen Beige-Ton, den man ja oftmals bekommt, also diese Naturfarbe. Und ich fand es eigentlich ganz schön. Ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen fleckenunempfindlicher. Es gab es auch noch in Schwarz, aber Schwarz war mir dann zu dunkel. Und ja, ich denke, das wird sich ganz gut machen in unserem Kinderwagen. Und es ist super flauschig. Da wird unser kleines Baby auf jeden Fall nicht frieren. Und bevor ich jetzt mit dem Haul anfange, möchte ich euch noch sagen, was wir bekommen. Denn spätestens beim Haul würde man das Geschlecht auf jeden Fall raussehen. Wir bekommen, Trommelwirbel, wir bekommen ein kleines Mädchen. Genau, also wir werden Anfang nächsten Jahres ein kleines Mädchen bekommen als Nachwuchs und wir freuen uns sehr darauf. Es war so, dass tatsächlich alle gesagt haben, es wird ein Junge, außer meiner Mutter und mir. Also mein Freund hat gesagt, ihm ist es egal. Also er hat immer gesagt, das erste Kind, das ist egal. Beim zweiten möchte er halt gern das Geschlecht, was das erste halt nicht ist. Aber meine Schwiegereltern und meine Schwägerin und auch mein kleiner Bruder und alle anderen so haben alle gesagt, es wird ein Junge. Und meine Mutter und ich haben von Anfang an, also wirklich seit wir von der Schwangerschaft oder seit ich von der Schwangerschaft wusste, eigentlich gesagt, das wird ein kleines Mädchen. Und wir haben recht behalten, es wird ein kleines Mädchen. Und darauf freuen wir uns sehr. So, kommen wir zum Haul. Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich nichts neu gekauft habe. Alles, was ihr hier seht, ist entweder von Flohmärkten oder über die App Mamikreisel Gebrauch gekauft. Also ich habe keine neue Kleidung gekauft. Ich sehe es halt einfach nicht so wirklich ein, da die neugeborenen Größen ja einfach nicht sehr lange getragen werden. Und ja, wir haben uns halt dafür entschieden, dass wir gebrauchte Kleidung kaufen. Und ich finde trotzdem, dass sie wunderschön ist. Und es wird bestimmt auch so sein, dass man vielleicht noch ein, zwei neue Teile kauft oder auch ein, zwei neue Teile geschenkt bekommt. Habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Wie gesagt, wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir die ganz kleinen Größen jetzt einfach gebraucht kaufen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an mit Bodies. Da ist nämlich als erstes dieser Süße hier. Der ist jetzt von Loopilu, das ist die Lidl-Marke. Und das ist eigentlich ein schlicht gelber Body mit einer süßen Milchflasche und dem Schriftaufzug I love milk. Das ist ganz niedlich. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist jetzt auch schon eine größere Größe, ist jetzt 62, 68, wird also ein bisschen dauern, bis die kleine Maus da reinpasst. Aber das macht ja gar nichts. So, was haben wir hier noch? Genau, dann haben wir in den ganz kleinen Größen Wickelbodies. Das heißt, die kann man komplett aufknüpfen. Den haben wir auch nochmal hier mit Streifen. Das war, glaube ich, so ein Dreier-Set. Zweier-Set, genau. Die beiden, so Wickelbodies, die sind von H&M, die sind auch gebraucht und die kann man halt komplett aufknüpfen, weil ich ein bisschen Angst habe zu Anfang, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, den Kopf durch Kleidung durchzuziehen. Daher wollten wir lieber Wickelbodies haben und ja, die sind total niedlich und man kann sich gar nicht vorstellen, dass da später das eigene Kind drin ist. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, das sind überwiegend halt Langarmbodies, dadurch, dass wir ja ein Winterbaby bekommen. Aber es sind auch ein paar Kurzarmbodies dabei, so wie der hier. Ist auch ein Wickelbody. Und der ist mit kleinen Sternchen. Der ist auch total süß. Also ich habe die Kleidung jetzt noch nicht gewaschen. Ich werde sie extra noch waschen. Natürlich, bevor unser Baby auf die Welt kommt. Aber ich sehe es halt nicht ein, das schon Monate im Voraus zu tun. Ja. Und dann ist hier so ein Set, das ist unglaublich süß. Ist auch schon etwas größer. Ich glaube 62, 68 genau. Das ist Ice Age. Da haben wir hier einmal ein mit Sid. Hier ist einer mit Manny, dem Mammut. Dann ist hier noch ein blauer mit Sid. Und noch einer mit ganz vielen Mannys drauf. Und
Ja, es sind unter anderem Jungsfarben, aber das liegt einfach daran, dass ich gar nicht so sehr auf Pink und Rosa stehe. Und ich auch finde, dass Mädchen genauso gut Blau und Grau und Grün tragen können wie Jungs. Und Jungs können auch genauso Rosa tragen. Wird jetzt weniger so gehandhabt, glaube ich, dass extra Kleidung in Pink für Jungs gekauft wird. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich finde halt, beide Geschlechter können das gut tragen. Ja, dann haben wir hier noch ein Wickelbody mit so einem Totenpfahl drauf. Da steht auch Totenparty, den fand ich auch total niedlich. Der ist jetzt, glaube ich, aber auch schon größer. Ja, also das ist 74 schon. Das ist aber, glaube ich, auch der einzige in 74, den wir haben. Ich fand den einfach so niedlich, mit so einer Eule halt hier oben und so einem Teddybären. Und ja, der durfte auch bei uns einziehen. Und der letzte Body, das ist der allererste Body gewesen, den ich gekauft habe. Ich wusste noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und das ist von einer dänischen Kinderserie. Das ist Bamse og Kylling. Das sind Bamse und Kylling und Elling. Und dann steht hier Bamses allergroßeste Venner. Also Bamses, also von ihm hier, Bamse und seine besten Freunde. Und den fand ich ultra süß. Und ein Grund mit, warum ich den so toll finde, ist halt, weil ich selbst schon diese Serie geguckt habe, als ich klein war. Ich bin ja deutsch-dänisch aufgewachsen. Und ja, also das ist mein absoluter Liebling. Ja, das war es eigentlich schon mit den Bodies. Kommen wir zu den Oberteilen. Da haben wir auch ganz, ganz niedliche gefunden. Der hier ist jetzt auch von Lidl, von Lupilu in der Größe 62 mit einem kleinen Bambi drauf. Fand ich ultra niedlich und finde ich auch immer noch süß. Und ja, der ist hier pink. Und man könnte fast sagen, das ist nicht weiß, sondern so leicht rosa. Aber wie gesagt, ich bin kein rosa Hasser. Ich mag sie nur, also ich würde halt jetzt nur nicht explizit loslaufen, um rosa Kleidung zu kaufen. Genau, ist hier ein selbstgenähter Pulli. Nicht von mir, nein, ich habe ihn nur gekauft. Und da sind kleine Mickey-Mäuse drauf, also Mickey-Maus-Köpfe. Und ich bin ein riesen Disney-Fan und auch mein Freund ist ein Disney-Fan. Und ja, der hat es mir einfach angetan und der musste auf jeden Fall mit. Und ich glaube, der gehört auch noch zu einem Set. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Hose von. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, dann haben wir hier noch eins von H&M, ein T-Shirt. Das ist dann zum Sommer hin, das ist jetzt auch schon ein bisschen größer. Wenn die kleine Maus dann im Sommer, ja, das kann die kleine Maus im Sommer dann anziehen nachher, genau. Und finde ich auch super süß und ich glaube, ich habe wirklich auf dem Flohmarkt für die Teile zwischen 50 Cent und 2 Euro bezahlt. Also wirklich deutlich unter dem Neupreis und ich finde sie wunder süß und toll und hier an der Seite ist auch nochmal ein Knöpfchen, ein Druckknopf, damit man halt den Halsausschnitt vergrößern kann, damit es nicht so eng ist am Hals beim Baby, beim Überziehen. Und ich finde es einfach total süß. So, und dann haben wir hier noch einen kleinen, aber ganz, ganz niedlichen Pullover. Der ist von Turbomini. Und Turbomini ist von Family, genau. Family, die Eigenmarke. Und der ist einfach auch Zucker, oder? Also der ist ultra süß. Ich würde ihn selbst tragen, wenn es ihn in meiner Größe gäbe. Und auch hier sind an der Seite Knopfleisten, damit man es halt einfacher über den Kopf ziehen kann. Und es ist einfach Zucker süß. Oh, ich muss mich korrigieren. Ein Body hat sich verirrt. Hier ist noch ein kleiner Body. Und zwar mit einer Eule, die auf ihrem Köpfchen ein kleines Vögelchen sitzen hat. Das ist von Baby Club, von C&A. Und ich glaube, auch für diesen Body habe ich nicht mehr als 1 Euro ausgegeben. Und der ist wirklich knuffig und süß und ich freue mich, wenn mein kleines Baby da drin liegt. So, und dann habe ich etwas, ja, ich habe Strampler, aber ich habe genau 2. warum, wieso, weshalb? Ich habe keine Ahnung, es fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe nur 2 Strampler gekauft. Der eine ist passend zu meinem Freund hier im Hintergrund, ein Winnie-Pooh-Strampler. Da haben wir Pooh und Tigger. Und es hat kleine Winnie-Pooh-Füßchen. Das ist so süß. Genau, und der ist auch wirklich von Disney Baby in der Größe 56. Den habe ich auch auf dem Flohmarkt gefunden. Und das ist auch tatsächlich der einzige, der aus diesem Niki-Stoff ist. Denn ich hasse Niki-Stoff. Ich habe da wirklich eine Abneigung gegen. Ich mag es nicht gern anfassen. Aber der war einfach so süß, er durfte mit, obwohl er aus Niki-Stoff ist. Und ja, ich freue mich schon, wenn die kleine Maus den trägt.
Ja, und dann der zweite Strampler. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch ein paar Strampler kaufen. Wie ist denn da von den bereits Mutti, Muttis so die Erfahrung? Braucht man viele Strampler oder ist es im Endeffekt eigentlich egal? Ich habe hier noch einen in der Größe 68, also es ist schon relativ groß. Der ist ja, schlicht mintgrün mit ein paar weißen Dreiecken drauf und so einem schönen Muster hier mit den Kreuzen. Und der ist von hinten genauso. Und den fand ich einfach nur total niedlich und deshalb durfte er bei uns einziehen. Ja, kommen wir zur nächsten Abteilung, nenne ich es jetzt mal. Und zwar habe ich hier kleine Mützchen. Zu Anfang ist es ja so, dass die Babys, und jetzt hoffe ich, dass ich nicht Falsches sage, relativ viel Wärme auch über den Kopf verlieren. Und deshalb sollen sie ja zu Anfang auf jeden Fall Mützchen tragen und bei Winterbabys natürlich auch dicke Mützen. Ja, und da habe ich jetzt hier so eine. Die ist, glaube ich, von H&M. Moment. Genau, die ist von H&M in 50, 56, 0 bis 2 Monate. Ich finde aber, die sieht echt groß aus. Also ich denke mir mal, da kann man noch eine Erstlingsmütze drunter ziehen. Und ja, die ist einfach süß. Die hat halt Öhrchen und die ist so gestrickt und von innen ist die halt mit einem Fließstoff total niedlich. Und ich glaube, das sieht einfach ultra süß aus zu jedem Outfit. Und ja, die ist einfach süß, die ist schön warm und man kann sie halt, wie gesagt, sonst über so eine Erstlingsmütze noch drüber ziehen. Und ja, dann habe ich hier noch zwei Mützen. Das ist die erste hier. Die ist auch selbst genäht. Und dazu habe ich halt auch passend noch die Hose. So eine süße Pumphose. Und das ist so ein Senfgelbton mit so Hirschgeweihen, also mit so Hirschköpfen drauf. Und die finde ich einfach ultra, ultra niedlich. Und wie gesagt, die ist halt selbst genäht. Nicht von mir, ebenfalls gekauft. Und ja, für mich hat dieses Outfit auf jeden Fall einen ganz großen Stellenwert. Denn mein Opa ist Jäger, beziehungsweise mein Opa war Jäger. Entschuldigung. Wir haben letzten Monat leider meinen Opa beerdigen müssen. Und das war das Outfit. Das war eins der allerersten Outfits, die ich gekauft habe. Und ich habe es halt eigentlich gekauft, weil ich in diesem Outfit unser Baby so gerne meinem Opa, also dem späteren Uropa, vorstellen wollte. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Outfit. Das wird sie auf jeden Fall anbekommen, wenn sie dann halt meine Oma kennenlernt, auch ohne meinen Opa. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses Outfit in meiner Kliniktasche landen wird. Und vielleicht auch das Coming-Home-Outfit wird, mit einem Body und einem Pulli oder so. Es erinnert mich sehr an meinen Opa. Ich finde es einfach ultra, ultra süß. Und ich hoffe, dass er von seiner Wolke runterguckt, wenn die kleine Maus das anhat und sich denkt, wow, was ist das für ein wunderhübsches Baby? Was habe ich doch für eine wunderhübsche Enkeltochter? Nee, Moment, ist das jetzt richtig? Nein. Urgroßtochter, ich bin die Enkeltochter. Genau. Aber ja, das ist ein ganz, ganz süßes, tolles Outfit. Und das habe ich auch beim Mami-Kreisel gefunden. Und ich glaube, ich habe da auch wirklich nicht viel für bezahlt. Ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, 6, 8 Euro, irgendwie sowas. Oh. Oh, Entschuldigung. Puh. Ja, und bei der gleichen Mami habe ich noch was Selbstgenähtes gekauft. Und zwar dieses Outfit hier. Es ist ebenfalls eine Pumphose in dem gleichen Schnittmuster und auch eine Mütze im gleichen Schnittmuster. In diesem Mintgrün mit so kleinen Segelschiffchen drauf. Und die fand ich einfach total passend, weil wir hier direkt an der Küste wohnen, also zwischen Nord- und Ostsee. Ja, und ich denke mir halt, das passt halt einfach. Das kann sie im Winter anziehen mit einer dicken Strumpfhose drunter, das kann sie aber auch im Sommer anziehen. Es ist jetzt kein ultra dicker Stoff und unsere Sommer hier oben sind auch nicht so warm. Ja, und ich fand es einfach total niedlich und ich freue mich darauf, ihr das anzuziehen. So, das war's auch schon fast. Also ich habe hier noch eine selbstgenähte Hose. Die hat ein etwas anderes Schnittmuster. Also die hat hier noch ein bisschen mehr Pump in der Mitte. Und die ist halt auch so typisch norddeutsch. Also es sind halt kleine Schäfchen drauf. Und ja, wer schon mal bei einer steifen Brise am Deich stand, der hat auch schon mal Schafe fliegen sehen. Ich weiß, dass Schafe fliegen können. Zumindest können sie umkippen durch den Wind. Und meistens legen sie sich dann ja hin. Aber ja.
fand ich einfach total niedlich. Ist jetzt auch ein bisschen größer, aber wird sie auf jeden Fall irgendwann reinwachsen. Und ja, es ist einfach ein Stück Heimat, ein Stück Nordseeküste, ein Stück Küstenkind. Und ja, deshalb durfte sie auch bei uns einziehen. So, kommen wir zu den zwei letzten Teilen. Das erste ist eine süße Chip und Chap Hose. Da kann ich jetzt auch wieder sagen, wo sie her ist. Die ist nämlich von H&M aus einer Disney-Kollektion in der Größe 56. Auch so ein bisschen Pump, also hier einen schönen tiefen Schnitt. Und da sind Chip und Chap drauf und kleine Sternchen. Und wie gesagt, wir sind Disney-Fans und unsere kleine Maus wird wohl notgedrungen auch ein kleiner Disney-Fan. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ja, und die letzte Hose, die wir hier haben, das ist diese hier mit so kleinen Panda-Köpfchen. Hier ist leider das Schild rausgeschnitten, da kann ich jetzt nicht mehr sagen, wo es her ist. Ich kann aber sagen, dass es die Größe 70 ist, also auch schon deutlich größer. Aber ich fand sie einfach so niedlich mit diesen Pandas und diese kleinen Dreiecke. Und die Pandas haben halt hier oben noch Federn, also es haben so einen Kopfschmuck mit Federn drauf. Und das ist einfach ultra süß. Und ja, da wird sie auch irgendwann reinwachsen und zur Not schlagen wir einfach unten einmal die Beine um. Ja, das Letzte, was wir noch haben, weil wir ja ein Winterbaby erwarten, sind natürlich Jacken. Ich habe hier einmal eine wunderhübsche graue Jacke mit einem, ja, fast schon rosanem Innenfutter aus Vlies. Die ist von Loopy Lou, also auch von Lidl, in der Größe 74-80, also schon sehr groß. Hier haben wir noch einen Pulli, der ist auch von Loopy Lou, also auch von Lidl. Da muss ich wirklich sagen, bevor ich schwanger war, wusste ich nicht, dass Lidl überhaupt Babykleidung vertreibt. Und mittlerweile muss ich echt sagen, wow, es sind so, so süße Designs. Den hier habe ich allerdings auf dem Flohmarkt gekauft. Und der ist aus einem Teddy-Plüsch-Fell, also nicht Niki, nein, Teddy-Plüsch. Und hier unten ist ein kleiner Fuchs auf so einer Tasche, die tatsächlich auch durchgängig ist. Natürlich kann ein Kind diese Tasche jetzt noch nicht gebrauchen. Aber ich finde es total süß und vor allem finde ich halt das Grau, dieses schlichte Grau total schön mit diesem Fuchs drauf. Und ich denke, das wird sehr süß aussehen. Das ist jetzt die Größe 62-68. So, und das letzte Teil, was ich euch zeigen möchte, ist auch vom Flohmarkt natürlich. Das ist einmal so ein Komplettanzug. Ist der nicht niedlich? Der ist in der Größe 56 von C&A, also vom Babyclub. Und der hat halt auch Füßchen mit dran, was ich total praktisch finde. Ich denke mal, wirklich die ersten Wochen wird es schon kalt sein. Und von daher einfach komplett da reinlegen, dann in den Kinderwagen. Dann ist es schön kuschelig und dann noch auf dem Lammfell und mit der Decke drüber. Das sollte schon funktionieren. Und da ist, ja, was ist es eigentlich? Weißt du, was es ist? Wisst ihr, was es ist? Für mich sieht es aus wie ein Hamster vielleicht oder eine Maus. Ich weiß es nicht, aber für eine Maus hat es so kleine Öhrchen. Vielleicht ein Hamster. Aber ultra süß und ja, schlicht weiß halt mit dieser grauen Tier-Applikation. Ich nenne es jetzt Tier. Und mit grauen Knöpfen. Und von innen ist es halt mit einem schönen weichen Stoff. Ist jetzt kein Vlies, einfach nur normaler Stoff. Ich denke mal Baumwolle und ja. Und unglaublich süß, oder? Oder finde das nur ich? Ich weiß nicht. Mir fällt auch nichts anderes ein als süß und Zucker, weil es ist einfach so kleine Babykleidung ist. Es ist schon was ganz Besonderes. Und wenn man dann daran denkt, dass das eigene kleine Baby, das eigene kleine Wunder wirklich da irgendwann drin tatsächlich versinkt, dann ist das ein ganz, ganz tolles und ein überragendes Gefühl, würde ich wirklich sagen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn das Baby da ist. Momentan ist es noch so surreal, also es ist, man zieht halt, man guckt sich diese Kleidung an und man denkt sich, ja, da wird irgendwann ein kleines Baby drin liegen. Und gleichzeitig ist es aber überhaupt nicht real, also man kann sich das gar nicht vorstellen, welche Gefühle dann nachher kommen. Und ich bin sehr gespannt darauf, welche Gefühle nachher kommen. Ich bin sehr gespannt auf die Anfangszeit. Ich bin sehr gespannt auf die Geburt. Und ja, ich hoffe, dass alles gut geht weiterhin. Unser Krümel ist momentan sehr gesund. Und ja, wenn ihr noch mehr über meine Schwangerschaft wissen wollt, dann schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein. Da gibt es dann das Update zum 5. Monat.
Oder wenn ihr das letzte Update noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das auch gerne am Ende des Videos. Das ist nämlich dann das Update vom 4. Monat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich vor allem auch nochmal, das darf ich nicht vergessen, für die ganzen, ganzen lieben, herzlichen Kommentare und Glückwünsche. Also es kommen immer noch Glückwünsche zur Schwangerschaft, es kommen immer noch ganz wunderbare Geschichten von Frauen, die halt ebenfalls mit PCO zu kämpfen hatten und das dann geschafft hatten, schwanger zu werden, oder auch andersrum, Frauen, die nach der ersten Schwangerschaft, also jetzt beim zweiten Versuch, bei dem jetzt PCO festgestellt wurde, ich bekomme auch Nachrichten von Frauen, die jetzt gerade die Diagnose bekommen haben und die mir dann schreiben, wow, du gibst mir auf jeden Fall Hoffnung und nicht das Gefühl, damit allein zu sein. Und das ist alles, was ich jemals mit diesem Kanal wollte. Ich wollte einfach nur anderen Frauen zeigen, ihr seid nicht allein. Ihr seid definitiv nicht allein. Und ja, ich freue mich einfach so, so sehr, wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Das ist das Allerallerbeste. Und das motiviert dann auch weiterzumachen, weil man verliert schon ab und zu diese Motivation, gerade wenn es einem halt auch körperlich nicht so gut geht. Aber ja, das wollte ich einfach noch kurz loswerden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald!